Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid, hier bei einer neuen Folge bei Farmer 2.0 auf der Hof Bergmann, zusammen mit dem Excel. Ja, grüß Gott nochmal. Ist auch jedes Mal was anderes. Hallo. Hallo. Ja, da sind wir wieder, ihr Lieben. Und ja, wir haben uns mal eine Lieferung liefern lassen. Weil, das ist genauso wie eine Frage fragen. Und zwar haben wir uns ein paar Pickbacks hinstellen lassen, ja, von örtlichen Händler. Da wir ja hier immer noch mit der Silvi zu tun haben. Ja, ich erwähne nochmal nicht die Mais, sondern die Frucht. Und ja, der Stalus musste da etwas lachen. Ja. Weil, kann man dazu sagen, ja, ne? Ja. Wir hatten ja in der, jetzt muss ich überlegen, letzten oder vorletzten Folge, letzte Folge wäre das gewesen, hatte ich ja erwähnt, dass man ja so gewisse Ideen hat hier im LS, die dann mal ausprobiert werden oder wo man denkt, boah, das gibt es ja gar nicht, das wusste man noch gar nicht. Die stellen wir halt hier so mit Erstaunen immer mal wieder fest. Unter anderem habe ich dann auch mehr oder weniger mal gesagt, Excel hat so das Talent, sogar das Game auszutricksen, wo man denkt, das geht ja gar nicht, aber er macht es. Und da wir ja hier für diese Sämaschine Setzlinge benötigen, für die Silvia, dachten wir, boah, da muss man ja jetzt ziemlich viele Paletten kaufen. Ja, die man, also wo man ja sagen muss, die sind ja von der Map her so gemacht, dass man sie eigentlich kaufen muss. Genau. So, und das seht ihr ja, das sind ja Kisten, das wird ja eingesetzt. Und dann, ja gut, durch die Setzmaschinen, ne, also wisst schon, so ist er dann halt gemacht worden. Kannst du machen, nix, ist halt so. Aber, und dann kam der Gedanke, warte mal, Sämaschine, Setzlinge, Sämaschine, Saatgut. Jetzt probieren wir einfach mal was aus. Und jetzt kann ich das doch direkt euch mal zeigen, weil den Fall haben wir jetzt. Ich habe wieder hier leer. Und jetzt könnt ihr einfach, wenn ihr natürlich dann hier vom Händler eures Vertrauens eure Big Packs habt liefern lassen für Saatgut, ihr wollt ja was säen. Und zack. Full. Könnt ihr auch dann die Setzlinge ersetzen durch Saatgut. Geht. Es geht. Ja. Ich war, doch, ich hab geschmunzelt. Ja, was sollen wir machen? Sollen wir lange rumeiern? Nee, wir wollen ja auch mal, wir wollen ja auch ein bisschen vorankommen. Ja. So, da müssen wir halt auch mal gucken. Not macht erfinderisch und ich sage immer wieder, in der Not frisst der Teufel fliegen. Ja, ah, gut, halt ich sage immer wieder, wenn du faul bist, darfst du nicht doof sein. Ja gut, das ist auch so eine Sache. Immer doof gestellt reicht fürs ganze Leben, ja. Gibt's auch. Ist richtig. Auch so den einen oder anderen Menschen, wo ich mir immer noch die Frage stelle, was hat Gott geritten? Aber ja. Vielleicht hat er die Wette verloren. Ja, wahrscheinlich. Ja, bei so vielen soll er vielleicht mal Glücksspiel weglassen. Ja. Naja, Leute, ihr seht. Also, liebe YouTuberinnen, ich muss noch mal dazu sagen, wir sind ja ganz tiefenentspannt und wir reden ja auch bei dem Projekt genauso wie wir im Privaten reden. Vielleicht umschreiben wir gewisse Dinge doch schon ein bisschen anders, als wenn wir jetzt offscreen reden würden. Ja, das ist auch ganz klar. Vielleicht debattieren wir auch natürlich über gewisse Dinge in der Öffentlichkeit anders wegen der Artikulation. Ja, man muss ja heutzutage aufpassen, wie du was sagst. Ne? Da kann der ja strikt ausgedreht werden, muss man ja auch sagen. Das ist richtig. Deswegen. Ja, also nehmt es uns nicht krumm, wenn wir da doch mal hier unseren einen oder anderen Späßel machen. Aber das ist halt so. Ich sag mal, die Alteingesessenen, die wissen ja schon, wie wir ticken. Wir haben halt Schweller. Und ich denke mal, so wie wir, sag ich mal, uns darüber oder gewisse Dinge unterhalten, in unserer Art, so würde ich es jetzt mal nennen, ist, glaube ich, mal, würde ich jetzt wirklich mal sagen, ist nicht der Rede wert, weil es gibt doch andere krassere Beispiele oder Dinge,
die so auch im Netz oder wie auch immer kursieren, wo du dir denkst, schwierig. Also dann ist hittert hier wirklich alles noch. Ich würde sagen, das, was wir machen, ist irgendwo ziemlich menschlich. Denke ich auch. So. Denke ich auch. Ja. Und wenn wir über die Stränge schlagen wollen, dann haben wir immer noch eine Idee, die wir dieses Jahr vielleicht wirklich mal angehen sollten. Aber das sprechen wir nachher nochmal schnell. Ja. Du weißt sowieso, was ich meine, aber ich möchte das jetzt noch nicht erwähnen. Nee. Weil wir müssen erst mal gucken, wie wir das am dümmsten anstellen. So. Und nein, es ist keine dumme Idee. Nein, ist es nicht. Ja, das ist sogar eine Idee, wo der Stall es ja sagt. Wenn die Zeit da ist, dann sage ich ja. Ja. Ne? Wo er bei anderen Ideen von mir nee sagt, was ich immer noch nicht verstehen kann. Ja, das ist immer was? Ja. Ja. Du willst mit mir das tausend Jahre Scheinisch essen? Ach so. Ja, nee. Nee. Ja, oder Haggis? Nee. Also erstens esse ich nichts, was tausend Jahre in der Ecke lag, und zweitens esse ich nichts, was schon mal irgendwo in einem Menschen oder Tier drin war. Ist du Schnitzel? Das war ja... Das ist was anderes. Das ist was anderes. Ist die Leberwurst? Ja, schon, aber nicht täglich. Also wenn das mal hochkommt, vielleicht 2-3 Mal im Jahr. Okay. Dann auch nur aus einer Notsituation, weil sonst nichts mehr da ist. Aber Leberwurst ist geil. Ja, aber nicht so mein Fall. Ach so, schöne, also mein Kind und ich sind da ja wirklich, also sehr verrückt. Ne? Also so schöne, grobe Leberwurst. Oh, schön auf frisches Brot. Geil. Was ich sehr gerne esse, ist Himmel und Erde. Gebratene Blutwurst. Wollte ich gerade sagen. Blutwurst, ne? Du wirst aber, oh, wo das herkommt, ne? So. Zu viel zum Thema, ich esse nichts, wo, was, wo, irgendwo mal, ne? So. Das, was da alles reinkommt in diesen Sack, der da geschnürt wird bei, wie, Haggis? Haggis. Wie kann man sowas, das gibt's doch gar nicht, ey. Ich hab's auch noch nicht gegessen, aber ich hab mir sagen lassen, es ist eine Delikatesse. Ja, natürlich. Wenn du aber auch in ein anderes Land fährst, die essen Dinge, die schmeißen mir weg. Und da sagen die, das wäre eine Delikatesse. Und dann sitzt du wahrscheinlich 3 Wochen, danach sitzt du im Schacht. Vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht, wenn man es nicht probiert. Ja, aber ich mag es trotzdem nicht ausprobieren. Wobei, natürlich, Basti ist da wieder komplett anders eingeschaltet. Ja, na klar. Da fühlt das genauso wie ich. Oh, ne. Da liegt genauso los. Da muss ich wirklich, da muss ich passen. Also da bin ich doch ein bisschen anders. Ah ja, ich hätte ja noch eine Idee. Wir gehen erstmal ordentlich Limo trinken und dann erstmal was. Was für ein Ding? Limo. Limo? Limo, die Limo-Speziale. Speziale, das klingt doch schon wieder ziemlich gefährlich. Nee, das ist das andere Wort für Eisenhöhle mal vorne Höhle. Ach so. Weißt du, da hast du von ganz alleine irgendwann Hunger. Vielleicht kriegst du dich so dazu. Nee. Ach nee. Ich würde das fühlen, Stalles. Ich würde das wirklich fühlen. Die Gesichtsentgleisungen dann dabei. Ja. Also auch bei mir wahrscheinlich. Also ich hab tatsächlich meine Erfahrungen schon sammeln können, und ich bin tatsächlich einer, der mittlerweile sehr, sehr wenig trinkt oder bis zu gar nicht, und muss auch sagen, dass... Letztes Jahr auf Farmkorn gemerkt. Ja, erzähl weiter. Ja, das war auch mit so ein Ding, wo ich... gesagt habe, ja komm, aber grundsätzlich, wenn zum Beispiel, wenn man zu mir nach Hause kommt, ja, oder man sagt, man möchte etwas trinken oder man möchte ein bisschen feiern,
da muss ich erst fahren, irgendwas kaufen, weil ich habe nichts, was mit Thema Alkohol zu tun hat, habe ich hier. Ne? Ich habe gar nichts hier. Okay. Man muss ja nicht. Ne? Und ich bin noch nicht einer, der einfach mal hier genützlich da mal sagt, so, weißt du was, jetzt gönnst du dir mal ein Gläschen oder ein Fläschchen. Ne? Ja. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Ja gut, muss ja nicht. Ne? Ich sag mal, so feiern, ne, ist ja auch, sag ich mal, auch noch mal was anderes, ne, was Normales so. So daheim, mein Gott, also müsst ihr ja auch nicht haben. Ne? Nö, aber ich sag mal, Dorf halt. Ne? Ja, gut. Ja, es hat vielleicht auch der ein oder andere was zu Hause. Ich jetzt nicht. So ein Erste-Hilfe-Koffer. Ja. Ja, der ist ja praktisch. Mhm. Für eine kleine Stiche. Schon, kann schon mal vom Vorteil sein. Ja, aber ich werde es halt auch nicht vergessen, letztes Jahr FarmCon, wo ich mit wo Basti und ich mit dir dann noch diesen speziellen vom Wirt trinken wollten. Nein, ach so, ja, aber den habe ich nicht. Naja, wo du mir gesagt hast. Da haben wir Basti und ich, ja, und Tomme hatten auch noch probiert. Tomme, mhm. Aber der tat Tomme dann nicht gut. Ja. Das war so eine Sache. Ha, schwierig. Und das Gute war ja dann, wo ich, was heißt das Gute? Also nicht falsch verstehen, aber ich habe dann gesehen, wie es Tomme ging und ich stand daneben. Lalalalalala. Ja, alles richtig gemacht im Prinzip. Ja. Ja, das war so eine Sache. Aber schön war es. Also war wirklich ein cooler Abend. Gut gegessen. Ja. Muss man auch sagen. Gut gegessen. Gut getrunken. Ja. Also finde ich, gehört dann auch an so einem Abend oder so ein gemütliches Beisein, finde ich, gehört es dann auch dazu. Ne? Also wir waren alle normal drauf. Ne? Also nicht, dass jeder denkt, wir waren blau wie Daubitzen. Ne. Nein, waren wir nicht. Ja. Sondern haben wirklich einen schönen, gemütlichen Abend gehabt. Wir saßen erst draußen, haben gegessen, da kam der Wind dann noch ein bisschen, die Sonne war weg, da war es noch ein bisschen kühl. Und dann irgendwann hat es ja sogar angefangen mit Regnen. Ne? Da sind wir ja dann rein. Genau. Haben wir uns dann reingesetzt und dann haben wir drinnen, ich glaube, den ganzen Laden unterhalten. Sache. Ja gut, war ja auch nur noch der eine Tisch da besetzt, ob das jetzt so Freunde waren von denen oder so, keine Ahnung. Aber ich glaube mal zu behaupten, bei dem Wirt oder bei dieser Gesellschaft, ich glaube, wir hätten noch machen können, was wir wollen. Ja, ich glaube, also wäre das noch weitergegangen, wir hätten jetzt sogar alles selber zapfen können. Ja, ja, also die waren auch echt cool drauf, muss man ganz ehrlich sagen. Also das war auch, hat uns dann noch auch ja ein paar alte Geschichten erzählt und so. Ne? So Ich denke doch mal ganz einfach, die waren noch froh und denen hat es auch gefallen, dass mir halt, ich würde jetzt mal behaupten, dass mir so vom Alter auch gesehen, das hat die halt sehr erfreut, dass wir halt so viel Spaß da hatten. Ja. Ich glaube, sonst wäre der Wirt nicht nachher noch angekommen, hätte gesagt, hier kommt mal kurz mit, ich hab da noch was. Ja. Ne, also. Man muss ja auch sagen, wir sind halt auch eine bunt gemischte Truppe. Ne? Ja. Vom Alter her, vom Auftreten her auch. Ne? Also bei uns ist wirklich von allem was dabei. Kann man einfach mal so sagen. Ja. Und das ist gar nicht schlecht. Es ist sehr, sehr vielseitig. Also wir sind vielseitig aufgestellt, muss man ganz einfach mal so festhalten. Das ist ganz nice. So. Von allem was dabei. Richtig. So ist es. Aber guck mal, ey, wir kommen hier richtig gut voran, muss ich sagen. Ja. Das läuft ja auf unserer Seele. Ich bin nur mal gespannt, wie viel da am Ende dann bei rumkommt. Und da können wir dann häckseln, oder wie? Ich glaube ja. Also da wäre es auch geil, wenn es die YouTuberinos mal in die Kommentare schreiben, was man letzten Endes damit machen kann. Weil ich bin der Meinung, ja, man kann das Zeug häckseln. Und bin der Meinung, es wächst wie Pappe nach. Mhm. Kannst du aber nicht zu 100% sagen, versprechen, genau. Das ist so eine Sache, ich hab's halt noch nicht gemacht. Da müssen wir halt erstmal wirklich kennenlernen, das Ganze. Hm. So,
Warten wir mal ab. Ja, gucken wir mal. Versuch mal klug, hat der Opa immer schon gesagt. Das stimmt. Das stimmt. Sottele. Aber, ihr lieben YouTuberinos, ja, wie gesagt, schreibt uns gerne in die Kommentare, was wir mit dem Zeug machen können. Ja. Und ansonsten sagen wir zwei für heute erstmal Tschüss und Ciao. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.